Radio Mordenkreis. Es ist Mittwoch, der 23. September 2020. Oder anders gesagt, es ist der Tag, an dem der Deutsche Schulpreis 2020 vergeben wird. Darüber sprechen wir gleich, genauso wie alles, was sonst heute noch im Programm ansteht. Wir beginnen mit einem Rückblick. Was war am Dienstag los? Wir sagen zu den Schülerinnen und Schülern jeden Tag, dass die von deren Fehlern lernen müssen. Das müssen wir auch für uns machen. Aber wir müssen Mut haben. Wir müssen auch natürlich kritisch an die Sachen gucken, die wir tun. Wir müssen einen Plan, wir müssen Ziele haben, aber wir müssen auch loslegen. Wir müssen auch los. Das hat Jakob Schamon gestern gesagt. Gleich hören wir mehr aus seinem Webinar. Wir starten mit dem Rückblick auf den gestrigen Tag. Das Webinarprogramm am Dienstag begann mit einem sehr internationalen Webinar. Unter der Überschrift Blick ins Ausland waren dabei Reika Wiethe von der Deutschen Internationalen Schule in Johannesburg, also in Südafrika, Karel Rundu, der aus Tallinn berichtet hat, wie die deutsche Schule, genauer gesagt das deutsche Gymnasium in Tallinn zur Krisenzeit gearbeitet hat, und Jakob Schamon, der geschäftsführender Vorstand vom Forum Bildung Digitalisierung ist und davor Schulleiter der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin war. Der internationale Blick, von uns zusammengefasst von Anke Wagner. Anke, wie war's? Ja, ich bin immer noch ganz begeistert von dem Webinar Blick ins Ausland, an dem ich gerade teilgenommen habe, mit wirklich drei super guten Referenten und Referentinnen. Angefangen hat Jakob Jamon mit einem kurzen Input zu einer Expertise Reformstrategien weltweit, Schulen in der digitalen Welt. Diese Expertise beruht auf den Erfahrungen von 5 Ländern, da mit dabei sind Tschechien, Brasilien und Dänemark. Und er hat dann nochmal zusammengefasst, was so die Learnings sind oder was so Handlungsempfehlungen auch für deutsche Schulen sind. Und mir ist so in Erinnerung geblieben, es kommt einfach auch auf eine Fehlerkultur an. Also klar, man braucht einen Plan, aber es geht um Ausprobieren und einfach mal machen im Bereich der Digitalisierung. Man kann erst mal ausprobieren und dann gegebenenfalls nachsteuern. Also es braucht Mut, es braucht einen kritischen Blick und auch einen Plan, aber einfach mal loslegen. Und an dieses Input konnte dann Karel Rundu sehr gut angreifen aus Estland, der eben auch gesagt hat, ja, sie machen einfach mal. Und allerdings haben sie schon damit viel früher angefangen, nämlich dort in Estland sind bereits seit 2011 die digitalen Kompetenzen im Curriculum festgeschrieben. Und wichtig bei ihnen ist vor allem auch, dass Lehrerinnen und Lehrer von Lehrkräften lernen. Also sie haben wie so ein Multiplikatoren-System aufgebaut. Und davon hat auch Reika Wiethe von der Deutschen Schule in Johannesburg berichtet. Also die mussten quasi über Nacht wegen des Lockdowns eine Lernplattform aufziehen und haben ein Online-Fortbildungscafé für Lehrkräfte geschaffen, wo sie sich eben austauschen zu ihren Erfahrungen und Stolpersteinen. Und eine Lehrkraft hat dann den Slogan geprägt, We are the tools. Ja, das war wirklich ganz intensiv, drei intensive Erfahrungsberichte von der Deutschen Schulakademie, hat Anke Wagner berichtet. Danke, Anke. Wir widmen uns dem nächsten Webinar. Mit dabei waren zwei Vertreter der Winterhuder Reformschule, nämlich Beate Rupp-Uhlig und Jan Dombrowski, und Nicole Dirks von der Gebrüder Grimm-Schule. Lena Häusler berichtet für uns, worum es dabei ging. In dem Webinar ging es um professionelle Beziehungsarbeit. Die Beispiele aus der Grundschule und aus der Stadtteilschule waren sehr lebhaft und wurden auch von Erzählungen und Bildern untermalt. Besonderes Augenmerk lag auf der Kultur der Wertschätzung und wie diese gelingen kann. Beispielsweise ein intensiver besprochenes Beispiel waren hier Lobbriefe und insgesamt auch die Kultur, in der sich auch Kinder untereinander loben. Auch wurde erwähnt, dass ständige Bestreben, immer wieder Gelegenheit für Begegnungen zu schaffen, und zwar in vielen verschiedenen Konstellationen der Beteiligten. Die Menschen sollen sich zu Hause fühlen und es wird grundsätzlich im Team gearbeitet, waren so Kernbotschaften. Eine zentrale Frage war natürlich auch, wie das Ganze denn im Fall von Schulschließungen gehen kann, also online stattfinden kann.
Hier gab es bei den beiden impulsgebenden Schulen durchaus viele Parallelen, aber auch einige Unterschiede je nach dem jeweiligen Kontext. So zum Beispiel die Stadtteilschule hatte sich beispielsweise bereits frühzeitig präventiv online aufgestellt und konnte dann diese Struktur gut nutzen. Da fand ich auch spannend den Hinweis am Rande, dass zum Beispiel für die Schülerinnen und Schüler ein Quatschkanal eingerichtet wurde. Ja, das war Lena Häusler für die Deutsche Schulakademie. Danke soweit. Wir schalten gleich nochmal zu Lena Häusler, denn sie war auch unsere Korrespondentin im dritten Webinar mit Jens Winter von der Jeetze-Schule in Salzwedel und Helke Felgenträger von der Jena-Planschule in Jena. Im Webinar ging es um Lernen in Projekten. Wir hatten eine sehr engagierte und rege Beteiligung seitens der Teilnehmenden. Es ging im Prinzip sofort los mit Fragen, die über unser Online-Tool an die Referentinnen und Referenten gestellt wurden. Unter anderem dazu, was für Orientierungsstrukturen benötigt seien, um offen arbeiten zu können in Projekten. Aber auch Fragen konkreter zu der Online-Projektarbeit gelingen könne. Nachfragen gab es auch zu möglichen Kompetenzrastern und auch eine spannende Frage und Diskussion im Anschluss, ob denn Noten und Projektarbeit zusammenpassen. Daraufhin antwortete beispielsweise der Schüler Hans Jakob, Abiturient aus Jena, dass die Noten zwar nicht bräuchten, um gute Projektarbeit zu machen, es sich aber auch nicht unbedingt ausschließt. Zu guter Letzt gab es dann auch noch hilfreiche Tipps von den Impulsgebenden an Schulen, die sich gerne auf den Weg machen möchten in Sachen Projektarbeit. Da wird geraten, ja, so viel wie möglich andere Schulen zu besuchen, zu hospitieren, sich da inspirieren zu lassen und auch da Schülerinnen und Schulleitungen möglichst von Anfang an mitzunehmen. Und bei dem Ganzen vor allem auch geduldig zu sein, denn es muss von innen herauswachsen. So viel von Lena Häusler, Deutsche Schulakademie. Am Abend ging es um Bildung im kulturellen Wandel. Wir haben einen Vortrag gehört von Professor Dr. Hauk Thum und Uta Hauk-Thum wird uns gleich noch einmal begegnen, weil sie als Fortsetzung oder Vertiefung noch ein Webinar anbieten wird. Dafür muss man den Vortrag nicht gehört haben, aber es schadet sicher nicht, zumindest die Zusammenfassung von unserem Korrespondenten Thorsten Fahrbach zu hören. In dem Input heute Abend gab es ein sehr bezeugendes Plädoyer darüber, dass Digitalisierung nicht nur die reine technische Ausstattung betrifft, sondern dass Digitalisierung vor allen Dingen einen Kulturwandel bedeutet. So wurde eben gesagt, dass oft Digitalisierung missverstanden wird und man sich rein auf die Ausstattung konzentriert, sodass Schulen mit Elmos und Smartboards ausgestattet werden, aber an sich sind das einfach nur die Tafeln und der Overhead-Projektor, den man aus alten didaktischen Möglichkeiten schon immer kennt. Und somit hat sich an der Didaktik an sich nichts verändert für die Lehrkräfte, sondern hat es nur versucht zu optimieren. Aber Frau Hauk-Thum hat schon dafür ein, dass eben Digitalität auch bedeutet, dass man Unterricht komplett anders denkt. Das sind viele Konzepte, die man schon oft gehört hat, wie dass Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, sich mehr auszutauschen, man mehr auch Interaktion mit außerhalb der Schule sucht, dass Schülerinnen und Schülern mehr Zeit für Kreativität gegeben wird und auch für mehr selbstständiges Arbeiten. Aber Frau Hauk-Thum hat eben gesagt, dass nun durch die Digitalität eben auch diese Möglichkeiten noch besser genutzt werden sollten, um eben genau diese Wünsche umsetzen zu können. Dazu reicht es auch nicht nur, die Schulen mit digitalen Medien auszustatten, sondern es bräuchte eigentlich ein komplett neues kulturelles Denken, wie das Digitalität bedeutet, die dann auch in der kompletten Raumstrukturierung, Klassenstrukturierung umgesetzt werden sollte. Das war Thorsten Fahrbach vom Kreidestaub Bodensee. Danke sehr. Alle Webinare und den Vortrag vom Abend gibt es als Aufzeichnung, und zwar über die Website zur Veranstaltung, also die Online-Themenwoche der Deutschen Schulakademie. Wenn Sie da auf das Programm gehen, nach Tagen geordnet, sehen Sie nicht nur, was noch kommt, sondern auch, was schon war, inklusive der Aufzeichnungen. Außerdem kann ich Ihnen ans Herzen legen, den YouTube-Kanal von der Deutschen Schulakademie zu abonnieren. Da werden die Videos nämlich direkt veröffentlicht. Und wenn Sie dann noch einstellen, dass Sie bei einem neuen Video benachrichtigt werden, dann wissen Sie es als erstes. Gleich wollen wir nach vorne schauen auf das Programm für heute. Insbesondere der großen Besonderheit, nämlich der Verleihung vom Deutschen Schulpreis 2020.
Heute um 11 Uhr wird es spannend, denn dann wird der Deutsche Schulpreis 2020 verliehen. Die Preisverleihung wird das erste Mal in der Geschichte des Schulpreises online stattfinden. Nichtsdestotrotz lohnt sich das Zuschauen besonders. Wir haben Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, die den Hauptpreisträger bekannt geben wird. Wir haben zwei großartige Moderatorinnen, nämlich Lennart Brinkhoff vom SWR und Jessie Wellmer vom RBB. Die beiden haben ein kurzes Video vorab schon online gestellt, quasi als Teaser und Appetithappen für die Preisverleihung. Da hören wir mal kurz rein. Liebe Nominierte des Deutschen Schulpreises 2020. Und alle anderen, die sich für den Deutschen Schulpreis interessieren. Am 23. September um 11 Uhr ist es hier endlich soweit. Dann werden wir die Ehre haben, die Gewinner des Deutschen Schulpreises bekannt zu geben. 15 nominierte Schulen dürfen hoffen auf einen der 6 Preise. 5 zweite Preise, die jeweils mit 25.000 Euro dotiert sind und noch einen Hauptpreis. Und der ist stolze 100.000 Euro wert. Wir wollen uns bedanken bei allen Schulen, die sich beworben haben und dieses auch in diesem Jahr echt schwer gemacht haben für die Jury, die Gewinnerschulen zu finden. Und am 23. September um 11 Uhr erfahrt ihr hier, aber wirklich nur hier auf dieser Seite, wer die Gewinner sind und ein paar Überraschungen haben wir auch noch für euch. Diese Seite hat Jessie Wellmer gerade erwähnt und genau diese Seite haben wir für Sie verlinkt, sodass Sie, wenn Sie um 11 Uhr dabei sein können, sich die Preisverleihung anschauen können. Und damit es ein bisschen Gemeinschaftsgefühl gibt, können Sie dabei auch chatten. Wir schlagen dafür die Kaffeeküche vor, die wir als Telegram-Gruppe eingerichtet haben. Die Links zum Livestream und zur Kaffeeküche finden Sie über die E-Mail, die wir Ihnen heute Morgen geschickt haben. Da steht ja jeweils unten drunter das Tagesprogramm mit den Links zum heutigen Tag. Und an der Stelle, wo sonst ein Link zum Zoom-Raum ist, ist jetzt der Link zur Kaffeeküche und Livestream. Ich habe es erzählt, Bundeskanzlerin Angela Merkel übergibt den Hauptpreis. 15 Schulen machen sich Hoffnung darauf. Diese Schulen spiegeln die Vielfalt der Schullandschaft in Deutschland wider. Da ist die ländliche Grundschule im Schwarzwald dabei, an der 130 Kinder lernen. Und da ist die berufsbildende Schule im Ruhrgebiet dabei, die 10-mal so viele Schülerinnen und Schüler hat. Ich bin sehr gespannt und auch um 11 dabei. Wir sehen uns also hoffentlich in der Kaffeeküche. Das Webinarprogramm des heutigen Tages im Überblick. Wir starten um 14 Uhr mit Philipp Wampfler aus der Schweiz und Dea Mihalovic aus dem Schwarzwald oder aus Baden-Württemberg. Beides sind Lehrer, beides sind Blogger, die auch auf Social Media sehr aktiv sind, die auch Bücher zusammengeschrieben haben. Beide werden uns vorstellen die Frage, welche Lernkultur steht hinter welchen digitalen Tools. Ihre These ist, kann anhand von konkreten Beispielen sehen, dass digitale Plattformen nicht nur Werkzeuge sind, mit denen man einfach effizienter oder effektiver Ziele erreichen kann, sondern dass es tatsächlich Teil einer Kultur der Digitalität ist. Das ist also, was der Vortrag abends gestern beleuchtet hat, was da an Strukturen, an Prozessen, an Rollen und insgesamt eben mit einer Lernkultur grundlegend verändert und geprägt wird. An dieser Stelle möchte ich einmal die drei Personen hervorheben, die unsere Webinare in dieser Themenwoche jeden Tag um 14, um 16 und um 18 Uhr moderieren. Das sind Christine Nahr, Julika Schmitz und Johannes Terwitte. Wir sind den dreien sehr dankbar, weil das sind Moderatorinnen, die nicht mal eben einfliegen für 75 Minuten Moderation und die Namen vorlesen, sondern die sich im Vorfeld mit den Themen beschäftigt haben, die Vorgespräche mit den Referentinnen geführt haben etc. und die dann auch noch, finde ich, wunderbar durch die Webinare führen. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir jetzt auch noch Christine Nahr, die Moderatorin, für morgen Nachmittag gebeten, uns eine Vorschau zu geben, was um 16 Uhr im Webinar Gute Schule nach Corona, was lernen wir aus der Krise, passieren wird. Hallo, ich bin Christine Nahr und ich darf heute 16 Uhr das Webinar Gute Schule nach Corona, was lernen wir aus der Krise, moderieren. Ich möchte dazu ganz herzlich einladen und verspreche hiermit schon mal, dass es ein sehr spannendes Webinar wird. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen, die wir hatten, die Schulen hatten und vor allem auch, welche Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie gezogen werden können, vor allem für die Gestaltung einer zukunftssicheren, guten Schule. Neben Gesprächen und auch einem Input zu Herausforderungen und auch Chancen während dieser Krise steht ein bildungspolitisches Paper, Empfehlungen der Deutschen Schulakademie für die Zukunft der Schule, der guten Schule. Daher die herzliche Einladung an Sie alle zu kommen, mitzudiskutieren und Ihre eigenen Erkenntnisse mit uns allen zu teilen. Bis später.
Im Webinar um 18 Uhr geht es um eine Veränderung von Lehrräumen und Lernräumen in einer Kultur der Digitalität. Wir haben zwei Referenten dabei, Micha Palesche von der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule und Professor Dr. Uta Haug-Thum, die viele von Ihnen vielleicht schon gestern Abend im Input kennengelernt haben. Uta Haug-Thum hat uns beschrieben, worum es gehen wird. Im Webinar am Mittwoch wollen wir zeigen, wie Transformationsprozesse in Schulen in der Kultur der Digitalität konkret aussehen können. Ich werde eine Studie aus der Grundschule vorstellen und hier Gelingensbedingungen des Unterrichtens an Münchner Lernhausschulen herausarbeiten. Da kann man auch schön sehen, woran es hakt, wo angesetzt werden muss, damit veränderte Lehr- und Lernprozesse auch tatsächlich stattfinden können, wie analoge und digitale Räume erweitert werden können. Ich werde konkrete Projekte zeigen, mit denen es gelungen ist, hier Unterricht wirklich neu zu denken. Micha Palesche, der Rektor der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe, hat an seiner Schule eine grundlegende Transformation bereits vollzogen. Er wird aufzeigen, wie es ihm gelungen ist, in welcher Form er dort arbeitet und welche Anstoßpunkte er konkret benennen kann, die letztendlich dazu führen, dass diese Transformation auch klappt. Und im Anschluss freuen wir uns auf eine rege Diskussion. Ganz herzlichen Dank an Uta Haug-Thum. Um 20.15 Uhr gibt es wieder einen abendlichen Impuls, also einen Online-Vortrag, heute Abend von Professor Dr. Jeanette Hofmann. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und sie ist Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin. Sie wird mit uns sprechen über Demokratie und digitaler Wandel, über den Einfluss der Digitalisierung auf die Demokratie, aber auch darüber, wie die Gesellschaft die digitale Entwicklung prägt und prägen kann. Wir werden, wie schon in den vergangenen Tagen, uns erstmal eine halbe Stunde Zeit nehmen, um eine Einführung zu bekommen, um darauf aufbauend dann eine halbe Stunde Ihre Fragen und Ihre Kommentare besprechen zu können. Das Ganze um 20.15 Uhr. Am Samstag endet unsere Online-Themenwoche und zwar mit einem ganztägigen Online-Barcamp. Ein Barcamp, das bedeutet, dass Sie das Programm selbst machen können. Sie können schon jetzt eine Session einreichen. Eine Session ist ein kleiner Workshop. Dafür müssen Sie gar nicht viel vorbereiten. Es reicht auch aus, wenn Sie eine Frage mitbringen und bereit sind, mit anderen Menschen, die sich genau für diese Frage interessieren, auseinanderzusetzen. Eine dieser Session-Ankündigungen hat uns erreicht vom Bodensee. Da gibt es die Initiative Kreidestaub Bodensee e.V. von Studierenden der Uni Konstanz, die eine Veranstaltung ins Leben gerufen haben, die heißt Edu-Gaming, Zocken für den Unterricht. Die Session, die die Studierenden eingereicht haben, die sie am Samstag dann mit ihnen hoffentlich durchführen werden, heißt Let's Plays, eine neue Möglichkeit des Schüler- und Schülerinnenreferats. Und wenn Sie jetzt nicht wissen, was Let's Plays sind, dann gebe ich die Frage einfach mal weiter an Thorsten Fahrbach. Wir vom Kreidestaub Bodensee e.V. gestalten das Barcamp Let's Plays, eine neue Möglichkeit des Schüler- und Schülerinnenreferats. Bei Let's Plays handelt es sich um Videoaufzeichnungen, bei der man einer Person beim beispielsweise Zocken vom PC-Spielen zuschaut und die dabei ihre Spielerfahrung kommentiert. Wir möchten uns im Barcamp dazu Anregungen geben, wie Schülerinnen und Schüler Unterrichtsinhalte mit Hilfe von Games sich erarbeiten können und diese dann als Let's Plays Videos der Klasse präsentieren könnten. Da dies unserem Wissens nach nur eine Idee ist, die bisher noch nicht so umgesetzt worden ist, würden wir gerne mit euch über diese Art der Unterrichtsleistung diskutieren und weitere Anregungen zum Thema mit euch sammeln. Wir freuen uns auf euch. Thorsten Fahrbach und seine Mitstreiterinnen, wir freuen uns auch. Und wir möchten einmal hervorheben, dass Thorsten Fahrbach das genau richtig gemacht hat mit dem Duzen in seiner Nachricht. Denn beim Barcamp ist das Duzen tatsächlich der Standard. Und während der ersten Tage unserer Online-Themenwoche hat sich das in immer mehr Diskussionen schon so eingeschlichen, dass geduzt wurde oder man nicht genau wusste, soll man jetzt duzen oder siezen. Deswegen haben wir am Dienstag, also gestern Abend, eine Umfrage gestartet auf unserem Telegram-Kanal und im Webinar, das gestern Abend stattgefunden hat. Und das Meinungsbild war ganz eindeutig. Fast alle haben gesagt, sie möchten du als Standard haben oder ihnen sind beide Lösungen gleich recht. Und entsprechend stellen wir das um. Ab heute, wir brauchen für ein paar Texte noch ein paar Stunden ab, sagen wir heute Mittag, werden wir es so umgestellt haben, dass wir von sie auf du umstellen werden. Wir hoffen, dass Ihnen und dann euch das leicht fällt.
Bei mir ist es so, dass ich bestimmt noch ein paar Tage brauche und dazwischen immer mal wieder, dass sie sich einschleichen wird, aber ich gebe mir alle Mühe und freue mich, dass wir uns auf diese Weise weiter austauschen werden. Apropos austauschen und Wertschätzung, wir haben eine Nachricht von HD Hirt gekriegt. Der war ja schon unser Referent und alle, die Radio Morgenkreis schon gehört haben, haben ihn gestern gehört. Da war er gleich am Anfang eingespielt in unsere Sendung. Wir haben gefragt, alle, die Radio Morgenkreis hören, wollen Sie uns Feedback schicken als Sprachnachricht? Und HD Hirt hat das sehr ernst genommen. Hören Sie mal rein. Mit der Online-Themenwoche Digitale Schule habt ihr ein wunderbares Format geschaffen, eine ganze Woche lang Lehrpersonen mit Informationen, Best-Practice-Beispielen und Beiträgen aus Wissenschaft zu allen Themen der Digitalisierung in Schulen zu versorgen. Am Montag hatte ich selbst die Gelegenheit, eines eurer täglichen Webinare mitzugestalten. Nun, das Format war mir neu, daher auch erstmal ungewohnt, aber insgesamt war es doch absolut rund. Die 10-Minuten-Impulse werden pünktlich eingehalten und in der anschließenden etwa einstündigen Diskussion hat man eine tolle Möglichkeit der Interaktion mit den Zuschauern. Insgesamt lässt sich so sicher keine Langeweile verspüren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Schwierigkeit bei solchen Angeboten darin liegt, Teilnehmende dauerhaft für die Veranstaltung zu interessieren. Hier habt ihr euch mit dem Radio Morgenkreis ein Instrument ausgedacht, welches allen Interessierten zum einen die Möglichkeit gibt, einen Rückblick über das Vergangene zu erhalten, gleichzeitig aber auch die Vorhaben des Tages aufgezeigt zu bekommen. Ich höre Radio Morgenkreis inzwischen täglich, da es einerseits sehr sympathisch gemacht ist und andererseits genau den Anker setzt, um wieder an die Veranstaltung anzudocken. Weil ich bereits sehr viele Barcamps selbst organisiert habe, weiß ich den Aufwand, der von euch geleistet wird, wirklich sehr zu schätzen. Ich frage mich, wann ihr das alles leisten könnt. Also nochmals herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Veranstaltung und ich werde in dieser Woche sicherlich noch viele Webinare als Teilnehmer besuchen und die Veranstaltung so begleiten. Herzliche Grüße aus Kassel, der HD Hirt. Grüße zurück, lieber HD Hirt. Wir freuen uns als gesamtes Team von der Online-Themenwoche sehr über dieses Feedback. Und wir freuen uns auch über weiteres Feedback, wenn Sie uns das schicken mögen. Zwei Bitten dazu. Erstens, Sie müssen nicht wie HD Hirt die ultimative Lobhudelei schicken. Sie können sehr gerne auch nüchtern oder kritisch konstruktive Hinweise geben. Und Sie müssen zweitens auch nicht 2 Minuten lang sprechen. Es ist auch vollkommen okay, wenn Sie uns nur einen Punkt herausheben und uns dazu eine Nachricht schicken. Wenn Sie das per Sprachnachricht machen, dann nehmen wir das auch in die Sendung auf. Die Telefonnummer dazu finden Sie auf der Website von der Veranstaltung, wo Sie auch diese Sendung herunterladen können. Oder Sie nehmen sich jetzt Zettel und Stift und ich diktiere Ihnen einmal die Nummer. Das ist +49 175 1195 112. Ich wiederhole, +49 175 1195 112. Das funktioniert per Telegram oder per WhatsApp. Sie können uns sehr gerne auch eine E-Mail schreiben. Auch das kommt an. Damit endet die 3. Folge von Radio Morgenkreis. Am Donnerstagmorgen sind wir wieder für Sie da. Einige von Ihnen haben es schon gemerkt, wir produzieren diese Radiosendung nachts, sodass Sie sie tatsächlich schon am ganz frühen Morgen auf YouTube finden oder über unsere Website herunterladen können. Als MP3-Datei, sodass Sie sie auch jenseits des Bildschirms hören können, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder beim morgendlichen Kaffee. Ganz herzlichen Dank an das Team der heutigen Sendung, an die Sprachnachrichten-Einsenderinnen. Das waren HD Hirt, das war Professor Dr. Uta Haug-Thum, die Korrespondentinnen Anke Wagner, Lena Häusler, Thorsten Fahrbach, an unsere Chefin vom Dienstfunk Nüen, an Axel Janssen, der die Musik und den Jingle produziert hat, an die Kinderstimmen von Jesper und Oskar, an das ganze Team, das die Online-Themenwoche möglich macht, insbesondere die Projektleitung Alexandra Braun bei der Deutschen Schulakademie und Julia Zwick und Blanche Fabry auf Seiten der Agentur J&K, Joran und Konsorten. Konzeption und Moderation von Radio Morgenkreis kommen von Joran Moos-Mehrholz. Diese Sendung steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Das bedeutet unter anderem, dass Sie sie
kopieren und weitergeben können. Was genau hinter der Lizenz steht, erfahren Sie, wenn Sie im Internet nachschauen, creativecommons.org/licenses/by/4.0.